Die lohnabhängige Klasse. Wir sind diejenigen, die nichts anderes besitzen, außer unserer Arbeitskraft. Wir haben keine Fabriken, keine Maschinen oder sonstige Produktionsmittel. Aber wir sind die Mehrheit dieser Gesellschaft. Wir haben die Möglichkeit und die Verantwortung, Schluss zu machen mit einem System, das nur zu Chaos und Elend führt. Geschichte des 1. Mai ist keine Tradition des bloßen Bratwurstessens oder des sich sinnlosen Besaufens. Der 1. Mai ist ein Kampftag und sollte auch so begangen werden. Die Gewerkschaft ist eine der grundlegenden Formen der Klassenorganisation. Aus der historischen Erfahrung des deutschen Faschismus wissen wir, wie wichtig es ist, dass verschiedene Strömungen in unseren Gewerkschaften ihren Platz haben. Als Kommunistin weiß ich, dass das heute teils in Vergessenheit geraten ist. Doch es waren auch Kommunisten, die den DGB aufgebaut haben. Es war die Rote Armee, die den deutschen Faschismus besiegt hat. Es war die Novemberrevolution von Kommunistinnen wie Luxemburg und Liebknecht, die 1918 Errungenschaften wie den 8-Stunden-Tag und das Frauenwahlrecht brachten und der deutschen Beteiligung am Krieg ein Ende setzten. Heute ist mein Tag, wo ich mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Lohn kämpfe. Da DGB ladet Herr Scholz ein. Das protestiere ich. Das akzeptiere ich überhaupt nicht. Das ist keine Gewerkschaftsarbeit. Das ist weiße Flagge vor dem Kapitalisten. Ja.